herzlich willkommen zu unserem Rumpf-Booster-Workout. Und zwar, wir machen uns ganz kurz zusammen warm und dann geht's direkt los. Einmal in die ganz normale Hampelmänner. Wir starten mit 20 normalen Hampelmännern. Auf geht's. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Einmal Arme nach vorne, 20 Stück, los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, da es heute um Rumpf geht, werden wir jetzt auch den Rumpf aufwärmen. Nur das Ganze funktioniert so. Ihr dreht den Unterkörper rechts und links einmal erstmal ganz locker. Das ist die Stufe 1. Ganz entspannt rechts und links. Stufe 2 ist dann etwas mehr Tempo. Und Stufe 3 ist richtig schnell. Okay? Einmal locker in die Stufe 1. Stufe 3. Richtig schnell, komm. Top, top, top. Stufe 2. Bisschen schneller. Und 1, locker. Schön locker. Und 2. Und 3. Und 1. 2. Und 3. Halten, halten. Und locker. Okay. Einmal auslockern. Die nächste Warm-up-Übung, oder letzte sogar schon. Ihr geht in den Ausfallschritt und nehmt die Arme wie ein Sprinter rechts und links. Achtet bitte darauf, dass Knie schön über den Fußzehen, aufrechter Oberkörper, und ihr arbeitet aus den Armen in den Sprinter. Das Ganze machen wir 20 Sekunden, dann die andere Seite. Okay? In die Auslage, fertig. Und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Einmal auslockern. Anderes Bein nach vorne. Oberkörper schön aufrecht. Arme anwinkeln, ungefähr 90 Grad und aus dem kompletten Arm schwingen. Und go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, komm! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. Kurz auslockern. Und wir starten mit unseren Übungen. Das Coole, ihr braucht gar kein Material. Ihr braucht nur euren eigenen Körper. Und ihr werdet das heute am Ende des Trainings richtig merken. Wir starten mit, also wir machen es immer so, zwei Übungen. Die wechseln wir ab. Immer einmal vordere Kette, also der vordere Bereich des Rumpfes, und einmal der hintere Bereich des Rumpfes. Ganz oft ist, wenn man Rückenschmerzen hat oder meistens bei den Rückenschmerzen ist es so, dass der vordere und hintere Kette nicht im Gleichgewicht sind. Das heißt, eine von beiden ist stärker, eine von beiden ist schwächer und dadurch entstehen Rückenschmerzen. Und wir wollen deswegen beides natürlich stärken, damit ihr dort auch wieder in den Ausgleich kommt. Wir starten mit der ersten Übung und zwar geht ihr in die Liegestützposition. So, in die Liegestützposition. Und bringt das Knie diagonal nach vorne zum Ellenbogen. Ihr könnt dabei leicht den Körper nach vorne verschieben. Und das Ganze machen wir 20 Mal. Achtet wirklich darauf, den Körper gerade zu halten und nicht irgendwelche Ausweichbewegungen zu machen. Okay? Auf geht's. Liegestützposition. Körper gerade. Und 1. Schön nach vorne. 2. 3. Ja. 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Falls ihr nicht mehr können solltet, einfach nur halten, nicht absetzen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Als zweite Übung, die wir im Wechsel machen, machen wir den Superman. Mir wird schon warm, ich hoffe euch auch. In den Superman, dafür müsst ihr euch auf den Bauch legen, Arme nach vorne und Arme und Beine werden nach oben gehoben. Wichtig ist, die Arme sind komplett neben den Ohren, nicht mit Abstand, sondern möglichst gerade neben den Ohren und die Ellenbogen sind gestreckt. Der Daumen zeigt nach oben. 20 Mal Superman. Achtung. Und 1, immer kurz oben halten, runter aber nicht ablegen. 2, 3, 4, 5, Blick ist nach unten, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Okay, kurz auslockern, wenn ihr möchtet, was trinken. Kurz entspannen. Angekündigt, machen wir von allen immer zwei Runden. Das heißt, die zwei Übungen jetzt insgesamt zweimal. Also kommt jetzt die zweite Runde. Seid ihr bereit? Das Schöne ist, wir wechseln mal die Muskelgruppen ab. Deswegen könnt ihr relativ zügig hintereinander weitermachen und braucht nicht so viel Pause. Yay! Yeah. Liegestützposition und 20 Mal Knie zum Ellenbogen. Los geht's! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, und 20. Als zweite Übung ist dann noch der Superman. Bauchlage. Arme neben die Ohren, Daumen zeigen nach oben. 20 Mal. Und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Wisst ihr, was das Coole ist? Diese Übungen sind alle für ein Sixpack, für den Sommer. Das heißt, wollt ihr ein bisschen was an eurer Figur machen oder ein bisschen shapen, ist genau so ein Workout super. Wenn ihr das jeden Tag macht, dann noch auf eure Ernährung achtet, dann habt ihr in ein, zwei Monaten schon ordentlich geshapten Körper. Wir kommen zum zweiten Übungspaar. Und zwar folgende Übung. Alle, die beim Kampfsport mitmachen oder beim BJJ mitmachen vor allem, die kennen die Übung schon. Eine der komplexesten Rumpfkraftübungen, die wir haben. Und zwar auf alle Viere gehen, Bein diagonal durchschieben, bis das Bein kurz über dem Boden ist. Wichtig ist hier zur Seite.
Davon machen wir 20 Stück. Übt erst einmal kurz die Ausführung der Übung und dann ja, macht ihr das auf Tempo. Ihr könnt gerne die Kamera jetzt auf Pause drücken. Wichtig ist, diese Übung lieber langsam machen als schnell. Langsam ist fieser. Und deswegen lasst euch ruhig Zeit, genießt die Übung, dann brennt es am meisten. So, 20 Stück. Eins. Und langsam zurück. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Seid ihr noch dabei? Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. Zwölf. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. So, da kommt man auch gut aus der Puste, hat auch einen schönen Cardio-Effekt, weil der ganze Körper in Arbeit ist. So, die Pärchenübung geht folgendermaßen. Ihr geht in die Spinne, Popos in der Luft und jetzt wird Arm und Bein diagonal oben in der Luft berührt. Es gibt zwei Stufen, die leichte Stufe, Hand und Ellenbogen, die schwere Stufe, Hand und Fuß, möglichst Bein ist gestreckt. Okay? Auch wieder 20 Stück, wenn ihr nicht mehr könnt, einfach nur halten, Popo oben lassen, in einer Linie ganz gerade. Okay? Wir starten, los geht's, 20 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, ein bisschen Arme schütteln. Kann sein, dass das in den Schultern auch merkt, von diesem Stützen, wenn man das nicht gewöhnt ist. Aber kann man sich alles dran gewöhnen, wenn man es ein paar Mal macht. Ne? Perfekt. Wir gehen direkt wieder in die erste Übung rein. Ins Bein durchschieben. 20 Wiederholungen. Ready, steady, go. Oh, nice. Zwei. Drei. Und genießt die Bewegung. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Geht's euch noch gut? Geil, oder? Wir brauchen gar kein Material. Man kann sich einfach selber fertig machen. So. Zweite Übung. In die Spinne. Diagonal Arm und Bein zusammen, Bein strecken oder beugen, wie ihr möchtet. Los geht's. 20. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Okay, ganz kurz durchatmen. Ihr könnt gerne was trinken. Kurzes Päuschen. Bis wir in das nächste Übungspärchen gehen. Nächste Übungspärchen.
Die ist so ähnlich wie die erste Übung, also die davor, mit einer Erweiterung der Bewegung. Das heißt, ihr seid jetzt hier, schiebt das Bein durch wie vorhin, die Hand geht jetzt nach hinten und das Bein streckt ihr nach oben zur Decke oder zum Himmel. Und ihr geht wieder hier zurück. Ja? Bein durchschieben, hopp, Bein nach oben. Das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, aber eigentlich ist es genau die gleiche Bewegung, nur einfach weitergeführt, dass die Hand hinten auf den Boden kommt. Lasst euch ruhig ein bisschen Zeit bei den 20, macht es in eurem Tempo, könnt gerne das Video anhalten, aber versucht die 20 durchzuhalten, okay? Ready? 20 Stück. Go! 1. Zurück. Auf dem gleichen Weg immer zurück. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Ihr kriegt ein bisschen Drehwurm, ne? Merke ich gerade. Macht es einfach in eurem Tempo. Okay. Die Wechselübung. Da haben jetzt die Schultern und die Arme ein bisschen Pause. Das ist ganz gut so, glaube ich. Ihr legt euch auf den Rücken, ein Bein zieht ihr zur Brust, das andere Bein aufgestellt. Und jetzt schiebt ihr den Popo hoch zum Himmel. Wichtig ist dabei die letzte Streckungsbewegung, die hier unten, das ist leicht. Und dann da oben, wo die Hüfte, ich sag mal da, wo die Hüfte gestreckt wird. Okay, hier, das ist die letzte Bewegung, die ist wichtig. Runter, nicht ganz ablegen und wieder hoch. Und hier halte ich das Knie an der Brust. Da machen wir nicht 20, weil das ist schon heftig, wenn ihr die richtig macht. Wir machen mal 15 Stück, aber arbeitet sauber in diese volle Streckung der Hüfte. Ready? Bein nehmen, an die Brust ziehen, anderes Bein aufstellen. 1. Ab, nicht ablegen. 2. 3. 4. Hoch den Popo. 5. 6. Eine super Übung übrigens, wenn ihr viel sitzt. Das ist die Übung, um den Hüftbeuger zu strecken und zu dehnen und den Gegenspieler zu kräftigen. So, ich glaube, wir sind bei 9, 10, 11, 12, ihr merkt es bestimmt schon dahinten, 13, 14 und bei 15 nochmal oben halten, kommt. Noch 5, hoch den Popo, hoch, komm, 4, 3, 2, 1, andere Seite. Falls ihr einen Krampf bekommen habt, ist das auch normal. Das heißt aber, dass ihr dazu schleppi seid. Müsst ihr also öfter machen, dann wird der Krampf auch besser. Anderes Bein ranziehen, Bein aufstellen. 15 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hoch den Popo, komm. 10, diese letzten Millimeter, das ist das, was wichtig ist. 11. 12, 13, 14 und bei 15 wieder 5 Sekunden umhalten. 5, 4, hoch den Popo, komm. 3, 2, 1 und Pause. Okay. So, das Schöne ist, die Arme sind wieder frisch, um die erste Übung wieder zu machen mit den Beinen durchschieben. Bis zum Himmel. Macht euch bereit. Hände auf dem Boden. Auf alle Viere, Bein durchschieben, Fuß zum Himmel. Ready und go. Bein durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Elf. 12. 13. Komm, durchhalten. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Und 20. Auf den Rücken legen. Die zweite Übung. Knie ranziehen. Richtig nah zur Brust. Anderes Bein aufstellen. 15 Stück. Und die letzten Millimeter waren wichtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kommt noch 5, 11, hoch den Popo, 12, 13, 14 und oben halten bei 15, komm, 5, 4, 3, 2, 1, andere Seite, ready und go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hoch den Popo, kommt die letzten paar Millimeter, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, oh, 15, ich habe schon hier geträumt. Nochmal oben halten, 5 Sekunden. 5, 4, hoch den Popo, komm. Hier, Spannung im Popo. 3, 2, 1 und ab. Kurzes Päuschen, ganz kurz. Entspannen, auslockern. Kamera läuft noch, das ist gut. Wir kommen zum letzten Übungspärchen. Und danach machen wir nur Rumpftöten. Dann kommt am Ende noch mal kurz. So, jetzt kommen wir noch mal richtig ganz isoliert zum Bauch. Da ist mir bitte wichtig, dass ihr jetzt aufpasst, dass ihr die sauber macht, sonst geht es tatsächlich in den Rücken. Legt euch auf den Rücken. Die Hände könnt ihr unter dem Popo machen. Dadurch kippt ihr das Becken ein bisschen an und kommt dadurch nicht ins Hohlkreuz. Beide Knie anziehen. Es wird immer nur ein Bein gestreckt und das andere Bein ist angezogen und die Fußzehen immer zur Nase gezogen. Umso mehr ihr das andere Bein zur Brust zieht, umso leichter ist das. Bringt ihr das andere Bein hier fast in die Mitte oder auch fast in die Streckung, ja, könnt ihr euch vorstellen, habt ihr natürlich viel mehr Spannung auf dem Bauch und der Hebel ist länger. Also, ihr könnt selber euer Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen. Ich mache immer so gerne Mitte, damit ich die auch sauber ausführe. Weil sobald ihr merkt, dass sie hier ins Hohlkreuz rutscht, dann ist eure Bauchmuskulatur nicht stark genug und ihr macht die Übung unsauber. Deswegen lieber das Bein etwas mehr anbeugen auf der anderen Seite. Okay? Wir machen die schön langsam, 20 Stück, ganz entspannt und geht selber an eure Grenze. Okay? Ein Bein strecken, ein Bein beugen, bisschen austarieren, das andere Bein und wechseln. 1, 2. 3. Kopf ist übrigens oben, ja, bitte. 4. 5. 6. 7. 8. Wenn ihr zittert im Bauch, super. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ach, die letzten zwei nochmal so weit wie es geht vorne. 19 und 20. Einmal ab. Jetzt solltet ihr es wirklich hier im Bauch spüren, dann habt ihr es richtig gemacht. Wenn ihr nichts spürt, könnt ihr ein bisschen mehr Gas geben, indem ihr das eine Bein immer noch mehr streckt und mehr Hebel nehmt. Okay? Die Wechselübung ist im Vierfüßlerstand. Knie unter der Hüfte, Hände unter der Schulter, Kopf ist in einer Linie, nicht hängen lassen. Jetzt, diagonal, Ellenbogen und Knie gehen auseinander. Das ist noch klar, ne? Das kennen die meisten. Jetzt möchte ich gerne, dass ihr 45 Grad aus der Linie rausgeht. Wieder zurück, ich zeige es mal kurz aus der Perspektive, hier rein. 45 Grad, nicht 90, ja, 45. Wieder zurück, Daumen zeigt nach oben. Unten wieder zusammen,
Streckung, auseinander, wieder zurück. Wir geben uns jetzt richtig die Kante und machen 10 pro Seite. Ja? Auch jetzt wieder langsam ist wichtiger als schnell, weil langsam ist fieser als schnell. Also viel Spaß beim langsam machen. 4 Füße stark, Hände unter die Schulter, Knie unter die Hüfte, Doppelkinn, Kopf ist in einer Linie. Ellenbogen, Knie zusammen, wir starten mit rechtem Arm, linkem Bein. In die Streckung, 45 Grad. 1, 2, 3, schön langsam und genießen. 4, 5, jetzt bitte draußen immer noch mal kurz halten in den 45 Grad und wieder zurück. 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Andere Seite. Wenn ihr den Popo spürt, macht ihr es genau richtig. Andere Seite, linker Arm, rechtes Bein. Wieder ausrichten. Achtet auf euren Kopf. Lasst ihn nicht hängen. Daumen zeigt nach oben von der Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr schön. Kurz durchatmen. Wusstet ihr eigentlich, dass der Rumpf, also Core auch genannt, nicht nur aus Bauch- und Rückenmuskulatur besteht? Nee, tatsächlich gehört zum Core auch der Hüftbeuger und der Popo, weil die mit dafür zuständig sind, hier die Hüfte zu stabilisieren. Habt ihr einen stabilen Core, könnt ihr zum Beispiel viel besser auch Kampfsporttechniken machen, weil ihr eine starke Mitte habt und ihr seid natürlich auch ja, nicht so anfällig für Bandscheibenvorfälle oder sonstige Verletzungen. Deswegen Core heißt auch Popo, das merkt ihr jetzt gerade, und auch der Hüftbeuger. Okay? Gut, wir starten nochmal mit der Übung aus der Rückenlage. Hinlegen, Hände unter den Popo, Beine anheben, einmal strecken, Fußzehen zur Nase ziehen und jetzt schön ausrichten mit dem zweiten Bein. Eure eigene Schwierigkeit finden. 20 Stück. 1, 2, 3, 4. Kopf ist oben. 5, 6. Lass die Bauchmuskeln zittern. Komm. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, kommt, 16, 17, 18, 19 und der letzte, 20. Und ab. Hui. Sehr gut. Kommt, die letzte Übung aus den Doppeldingern, dann geht es nur noch ins Auspowern. Vierfüßlerstand, rechte Hand, linkes Bein. 1, raus, Daumen zeigt nach oben, 45 Grad zurück. 2, komplett neben das Ohr erst, 45 Grad wieder zurück zum Ohr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Andere Seite. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
noch zwei, kommt. Neun. Und zehn. Sehr schön. Wir atmen kurz durch. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Auspowern. Und die Übung, die zeige ich euch schon mal, während ihr noch durchatmet. Die Übung geht folgendermaßen. Ihr geht in den Unterarmstütz. Wichtig ist bitte beim Unterarmstütz, dass ihr mal eine ordentliche Linie macht mit dem Körper und der Kopf nicht durchhängt. Schön raus. Und jetzt hätte ich gerne, dass ihr mit den Füßen nach rechts und nach links wackelt. Ihr seht, meine Hüfte dreht sich rechts und links. Das Ganze machen wir 20 Sekunden. Okay? 20 Sekunden langsam wieder, weil Rumpftraining ist immer eher langsam als schnell. Langsam und dann schön quälen. Okay? Nicht mehr lang, dann habt ihr es gleich geschafft. Nochmal Gas. In den Unterarmstütz. Eine Linie mit dem Körper, Kopf oben und wir drehen die Hüfte. Ich zähle die Sekunden runter und ihr macht ganz entspannt rechts und links mit der Hüfte. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Das merkt man nochmal ganz gut hier, ne? Wir gehen nochmal in den Seitstütz auf die Seite und machen auch nochmal 20 Sekunden. Da hätte ich gerne ein langsames Auf- und Abwippen und den Arm nehmen wir noch mit dazu. Ja, das Ganze sieht so aus. Popo hoch, hoch und runter. Nicht ganz ablegen, hoch und runter. Das ist jetzt schon das Auspowern. Wir machen das Ganze jetzt nicht nochmal. Okay, das ist die einzige Übung. Und die machen wir auch wieder nur 20 Sekunden. Fertig. In den Seitstütz. Hoch den Popo. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Macht schöne Brücke dabei immer. 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Direkt die andere Seite, ohne viel Pause. Hier hatte nämlich eh gerade Pause. Und hoch den Popo. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Wir kommen zur allerletzten Übung heute, dem ganz normalen Unterarmstütz. Den halten wir jetzt nochmal. Schauen wir mal. Ich würde gerne versuchen, eine Minute zu schaffen zum Abschluss. Ja? Wenn nicht, geht ihr ruhig mit den Knien runter, aber geht sofort wieder hoch, wenn ihr könnt. In den Unterarmstütz. Eine Minute lang. Ich zähle dann noch gleich runter. Ganz normaler Unterarmstütz. Auf geht's. Einmal halten. Da geht es jetzt wirklich nur ums Durchhalten. Okay? Denkt an den Kopf. Der darf nicht sinken, der bleibt schön oben. Die Schultern sind über den Ellenbogen. Der Rücken darf nicht ins Hohlkreuz rutschen. 25 Sekunden habt ihr. Kommt. Durchhalten. Die letzten paar 20 Sekunden jetzt. Und die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Ende im Gelände. Ihr habt es geschafft. Danke euch. Bleibt fit, bleibt motiviert. Haltet durch. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao, eure Ira.